Blomp. Die dunkle Seite der Macht. Boah, koste sie. Was auch immer das wieder nützt. Uiui, die Attacke ist wirklich mächtig. Da hätte ich mich jetzt... Hätte ich mir 3 Punkte sparen können und gleich die nehmen sollen. Aber, man lernt ja. Okay. Oh. Ha. Hi. Hi. Erfahrener Ork. Beweg dich. Ork-Veteranen, nicht nett. Ork-Schützen. Wow. Hi. Nimm's doch mit! Verdammt. Wow, danke. Goldmünzen. Mir geht das Mana aus. Wautz. Wautzi, wautzi, wautzi. Jetzt werden die Orks schon etwas ernst zu nehmen. Gegner. Mhm. Weißt du, dass das gerade sehr ungünstig ist? Würde ich aber nicht interessieren, kann es sein. Bzum. Bzum. Das war mal wirklich logisch. Wenn der mich heilt, heilt es auch mein Mana. Vermutlich nicht. Wo ist er? Oh Mann. Oh, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Heil mich mal. Nein, natürlich nicht. Warum auch? Aber der Blitz ist schon mal recht gut. Da hätte ich mir wirklich das für die Meteoren da sparen sollen. Oh, da ist was drin. Eins mal nehme ich mit. Danke. Wir haben doch irgendwo eine leere Flasche bekommen. Kleine leere Flasche. Das tat gut. Danke. Kann ich das jetzt eigentlich auch mit den großen Flaschen? Ich habe Angst, das auszuprobieren. Oh, da ist wieder was drin. Und immer noch nutzlose Bücher. Ich speichere mal sicherheitshalber. So. Falls es mal wieder nicht aufnehmen sollte, was ja noch nie passiert ist. Lalalala. Probieren wir doch mal. Ist diesen gerade. Hatte der nicht einen Garten? Ja, der hat einen Garten. Oh ja, der hat einen Garten. Was konnte ich daraus gewinnen? Nichts Gescheites. Ich kann das nicht benutzen. Probieren wir es mal. Dafür reichen meine Fähigkeiten nicht aus. Nope. Okay, wissen wir das auch. Dann laden wir das mal. Man sagte, Kombinationen sind möglich. Meinen die damit vielleicht so? Nicht jetzt, was weiß ich, einen Ausdauertrank. Elixier. Das kann ich dafür nicht verwenden. Damit funktioniert das nicht. Nein. Das kann ich dafür nicht verwenden. Das tat gut. Was habe ich jetzt erstellt? Wie wunderbar. Ich schnall's nicht, aber egal. Ich lasse es besser, weil sonst habe ich keine Magietränke mehr. Was habe ich jetzt gemacht? Egal. Lass ich es besser. Ups. Ups. Das Schwein liegt da immer noch. Otto wird nicht begeistert sein, wenn er nach Hause kommt, aber naja. Auch ich muss von was leben. Ah, sehr schön. Ich konnte mich wieder erholen. Der Potterstein. Hi there. Ich glaube, wie viel hältst du aus? Verdammt nochmal. Wow.
Aber die geben ordentlich Erfahrung, seht ihr das? Wow. Oh, er stirbt doch. Das ist irgendwie echt, das erinnert mich total an Star Wars, an diese komische Szene da mit... Ich habe die Macht. Stirb. Hui, 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 hui. Wow. Aber es kostet mich schon viel mehr, vor allen Dingen Mana, die jetzt klein zu kriegen. Oh Mann. Kann mich jetzt wieder nicht schlafen legen, ist das nicht herrlich? Und... Okay. Ich sag mal so, ohne Mana bin ich ihnen schutzlos ausgeliefert. Genau solchen Kollegen hier. Weil ich glaube, der macht mich kalt. Oder auch nicht. Oder ich mache ihn kalt. Komm schon, komm schon. Du kannst es schaffen. Bomb. Au, das tat weh. Mach ihn tot. Komm schon. Schaffst es. Schaffst es. Schaffst es, du schaffst es. Du schaffst es. Komm, du kannst es tun. Zwei Schläge noch. Yes. Wunderbar. Wunderbar. So gefällt mir das. Meine Pyramide mitgenommen. Ja. Wo war nochmal dieser Brunnen? Oh, fuck. Oh, shit. Nicht schön. Oh. Stufe 15. Nicht schlecht, nicht schlecht. Ihr könnt euch in schwierigen Situationen auf euch selbst verlassen und eure Feinde sollten auf der Hut sein. Wenn ihr jedoch eure Kräfte überschätzt, werdet ihr wohl als Futter für die Raben enden. Ja. Eure Muskeln könnt ihr niemanden beeindrucken. Verlasst euch lieber auf euren Verstand als auf eure körperlichen Kräfte. Ihr seid ungeschickt wie ein Ochse und ebenso langsam. Der Heiler des Dorfes meint, ihr hättet ein schweres Drüsenleiden. Danke. Und in der Schule kamt ihr nicht zurecht und schon einfache Probleme verwirren euch. Eure Mutter meint, ihr hättet mehr Fantasie als Verstand, aber alle anderen halten euch für einen Dummkopf. Ihr könnt nicht viel vertragen und schreit schon beim leisesten Schmerz. Wie stark und geschickt ihr auch sein mögt, zu einem guten Kämpfer fehlt euch die Widerstandskraft. Ihr seid übel zugerichtet, bla. Ihr seid kein Kämpfer. Jo, ist ja schön, ne? Ihr besitzt durch einiges an geistiger Stärke. Es ist nicht zu befürchten, dass ein Dämon von euch Besitz ergreift oder ihr Ehebruch begeht. Auch nicht schlecht. Oh, da sehen wir, wie viele Tage wir schon in diesem Spiel sind. Am 11. Wir sind am 11. Tag. Wow, wir haben in 11 Tagen doch einiges gelernt. Ich würde mich jetzt liebend gerne ausruhen können irgendwo. Nur werde ich es wahrscheinlich mal wieder nicht können. Aber diese Orks sind heftig. Diese Orks sind echt heftig. Sie sind wirklich zu stark. Dann schwinden wir doch mal nochmal. Ah, lass den Teleporterstein da stehen. Ich will aber... Oh Mann. Oh Mann, jetzt können wir uns kurz Zeit vertreiben. Schubidubidu. Vielleicht gibt's irgendwas... Gibt's irgendein Lebensmittel, was mich vielleicht mana-technisch wieder auffüllt? Zum Milch? Nö. Käse? Nein, nein. Nein. Ich bin satt. Okay. Das also auch nicht. Sehr schön, sehr schön.
Kann ich jetzt mich hinlegen? Ja. Sehr schön. Ich weiß nicht, nach welchem Prinzip das funktioniert, aber bitte. Kann es von mir aus. Ich hoffe, ihr hört die Hintergrundgeräusche nicht. Bei uns parkt gerade ein Lastwagen und... Naja. Ich weiß nicht, was er da draußen probiert, aber er versucht halt zu parken. Gut, ich will jetzt nicht lästern. Mit Lastwagen parken ist sehr unschön. Und ziemlich schwierig. Ja, das will ich wohl doch zugeben. Hallo Org. Elite Org Krieger, war ja logisch. Warum auch drunter gehen? Das ist gar nicht mein Niveau, stirb. Oh, aber zu viele von euch sind mein Niveau. Ach nö. Nicht so ein. Bitte mach ihn noch kaputt, dann bin ich schon glücklich mit dir. Komm schon, schaffst es. Du schaffst es. Du kannst es tun. Ja, komm. Irgendwann wird er ihn treffen. Irgendwann. Mal vielleicht dann so. Bist ein Versager, weißt du das? Wirklich. Ich sollte eigentlich warten. Ja, jetzt bist du dann gleich ganz tot. Ist ja klasse. Oh Mann. Oh boy. Oh meine Güte. Wow. Und jetzt kann er sich natürlich nicht hinlegen, war Logo. Nice. Okay. Ja, was mache ich jetzt irgendwie? Warte ich für euch, bis man wieder aufgeladen hat. Unterhalte ich euch derweil. Doch, komm, wir laufen ein bisschen rum. Oh, ich kann die Karte wieder einschalten. Vielleicht finden wir noch was Interessantes. In aller Rot. Vielleicht hat der da unten ja was total Interessantes, was ich gerne eintauschen möchte. Also der gute Mardaneus. Das ist ein furchtbarer Part. Ich sollte wohl vielleicht erst warten und irgendwo anders hingehen, oder? Ja, ich glaube, ich werde dann in die verfluchte Abtei abzwitschern. Ich denke mal, dass es da einfacher sein könnte, sag ich jetzt, könnte. Nur dafür muss ich halt... kannst du mich heilen? Danke. Handeln. Du hast große Flasche, du hast... Ich will Magietrank von dir haben. Kosten tut's mich 1500, bezahlen tue ich dich mit was ganz anderem. Fleisch ist auch nichts mehr wert. Dieses Teil ist ernsthaft 5000 wert. Okay, das stelle ich nicht in Frage. Nein. Nein, nein, nein. Ich habe leider nichts, womit ich dich bezahlen kann. Das ist super. Das ist toll. Die Vermutungen... Werk Jörgermord, ich habe dies für keinen Verdacht. Er war ein begabter Heiler und ein ehrwürdiger Geschäftsmann. Jo. mir ist bekannt, dass Georg Geldprobleme hat und sich mit einem zwielichten Kavier Kräuter rumsteht. Er bat mich sogar, ihm bei der Beschaffung dieser Kräuter behilflich zu sein. Er hat Ruder Nahe, ja, den Namen können wir uns erinnern. Ruder Nahe, große Götter, niemand sollte es unbedacht benutzen. Die Säfte, die man daraus gewinnen kann, sind äußerst suchterregend. Die Kräuter sind auch schwer zu bekommen. Nun, das erklärt Georgs befremdliches Verhalten und seine Geldprobleme. Er war drogenabhängig. Georg war drogenabhängig. Ich verstehe nicht, weshalb sich Georg mit diesem Problem niemals an Lanela oder mich gewandt hat. Allerdings bleibt nach wie vor die Frage offen, wieso er ermordet wurde, der arme Kerl. Ich danke euch nochmals für eure Hilfe, Abenteurer. Jo.